Willkommen zurück zu Tales of Crisis F. Im heutigen Part möchte ich noch hier mit ein paar Leuten in Safferth reden, weil die ja alle neue Texte haben. Und danach hier auch in Safferth nach der guten Fermar suchen, denn die hat ja noch eine kleine Sidequest für uns, die wir getriggert haben, nachdem wir uns in der Amazianischen Enklave eine Plauderei angehört haben. Und ja, jetzt ist die ja irgendwo, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo genau Fermar eigentlich wohnte. Und deswegen wird das spannend, die zu suchen. Ich denke mal, die wird in irgendeinem Haus drinne sein, aber keine Ahnung, was genau. So. Der ist gerade momentan in meinem Team. Wisst ihr, was witzig wäre? Moment, Anführer festlegen. Hier, guck mal. Ja, bin ich. Sagt er das bloß, weil ich... Nee, das sagt er als zweiten Text. Ich dachte jetzt, das sagt er, weil ich mit Richard spiele, aber nee, er sagt er einfach nur als... Ups, als zweiten Text, alles klar. Gut, so viel dazu. Aber das war jetzt passend. Ich wähle Richard, Richard aus und das kommt der Text. Was machst du hier? Okay. Hast du noch irgendwas Spannendes? Nee. 6 Stempel gerade mal. 20 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Aber ja, damit hast du wohl recht. Damit hast du wohl recht. Gut, kann das irgendwie sein, dass das hier in dem Haus war? Aber das ist nicht irgendwie wichtig, dieses Haus? Nee, scheinbar nicht. Aber irgendwie so ein Haus war das doch, glaube ich, was so ein bisschen weiter oben gestellt war. Kann das nicht sein? Irgendwie sowas habe ich gerade im Kopf. Wir müssen ein Haus, wo man eine Treppe hochlaufen musste. War da nicht irgendwas Wichtiges? Und ich kann mir vorstellen, dass da eventuell diese Fermar drinne war. Wenn ich die gleich sehen werde, werde ich mir denken, ach, das war Fermar. Alles klar. Ja, der Kanzler hat sich auf jeden Fall verändert. Wir hatten im letzten Part eine Sidequest, wo der involviert war. Und... ja, sei mal lieber ein bisschen leiser. Die war auch ziemlich krass. Mit so einer Frau, die so ähnlich aussah wie seine verstorbene Tochter. Und... ach nee, hier ist das scheinbar. Ja, okay, let's go. Hello, Pascal. Do you remember me? I'm Sagan. It's been a while. Oh, hey, Sagan. I know I'm all behind the times and stuff, but big congrats on the wedding. But why is Fermar asleep? She not feeling well? Well, actually, we're going to have a baby. Oh, how wonderful. Is she hurt? Lately, Fermar has found it difficult to eat. I tried to convince her that she must, for the sake of the child, if nothing else. And yet... it's unusual to hear of a woman losing her appetite this far into a pregnancy. Lately, she seems to be having trouble even getting out of bed. Come on, Sagan! You're gonna be a daddy soon! That means you gotta step up your game! Honestly, this all just happened so fast. We only decided to marry after we found out about the pregnancy. Hello there. Are you hurting? No, I'm okay. I just worry that I'm not fit to be a mother. If you give birth, doesn't that make you a mother? It takes more than that. I have to protect the baby and make sure to raise it right. So what about a father? Do you have to give birth to be a father? Huh? Is that why you're upset? Sagan. It doesn't quite work that way, Sophie. Men don't give birth. Sagan becomes a father when Fermar gives birth. Oh. Fermar, will you let me see the baby? You've never seen a baby before? Not really. How interesting. I'm sorry, you'll have to excuse Sophie. She says strange things sometimes. No, it's all right. In fact, I feel much less worried than I did a few minutes ago. Really? I'm sorry, Sagan.
I think I've been taking you for granted. I've been so worried about motherhood, I never considered that you might be equally concerned. It's me who should apologize. You're the one carrying the lion's share of the burden. From now on, we'll face our problems together for the sake of our child. Yes. You'll have plenty to eat now, little one, I promise. Who are you talking to? To my baby. Would you like to try? Hello. It didn't answer. I don't think it likes me. Of course it does. It was quite a response, actually. Here, put your hand on my stomach. Oh, it's moving. See? That's how it communicates. In fact, right now, I think it's hungry. I can get food. What does it want? Maybe some chocolate. The kind from the Amarcian Enclave. The stuff from the fountain? Okay, let's go to the fountain. Come on. Hey, wait a sec. That's your favorite food. Well, as long as you're feeling better. I guess we're off to the Amarcian Enclave. Sorry for the trouble. Take care. Also, ich habe ja Schokolade eigentlich dabei, aber ich gehe gleich trotzdem mal ganz kurz hin. Nicht, dass da noch irgendeine Katze hinkommt oder so. Aber was zum Teufel ist das für eine Matroschka hier von Kanzler Eigen? Oh mein Gott, sieht die creepy aus. Holy shit. Ich denke mal, ich müsste jetzt eigentlich nur dem reden, aber ich möchte trotzdem ganz kurz zur Marcianischen Enklave gehen. Einfach nur für mein Gewissen, nicht, dass da noch irgendwie eine Katze hinkommt oder so. Übrigens, ich habe auch im letzten Part diese eine Fußkette bekommen von dem Kata-Typen. Verlorene Fußkette hieß sie doch, glaube ich. Und ich weiß jetzt inzwischen auch, wofür die gut ist. Die brauchen wir später in einer weiteren Anfrage in der Harder-Höhe. Aber die können wir, soweit ich weiß, noch nicht machen. Also das kommt noch. Ach, guck mal, hier sagt die sogar was mit Fermar. Okay. Aber ne, hier passiert nichts irgendwie. Gut, dann können wir wieder gehen. Hier ist auch nichts los an dem Safe Point. Dann zurück nach Safert. Ich meine, ich hätte mir denken können, dass nichts passiert hier. Aber trotzdem, ich wollte es einfach nachprüfen. Für mein Gewissen. Dass ich nichts verpasse irgendwie. So. Da ist wieder das Kind, was in der Fabrik zwei Schichten macht. War ist eigentlich hier noch irgendwas drin? In dem Haus? Oh, da ist eine Truhe. Oh. Das wusste ich nicht. Ist die jetzt hier gespawnt nach der Sidequest, die wir gemacht haben? Interessant. Ist ja auch schon ewig her. Ja, aber die sind nicht so gut. Nee, das gefällt mir nicht so. Haben wir die auch eingesammelt? Oder ist die jetzt erst im Zukunftskapitel neu gewesen, die Truhe? Na, gut, dass ich nachgeschaut habe. Warte mal, ihr Quatsch, hier bin ich gar nicht richtig. Sowas sagst du hier. Okay, er träumt von Furry, ja, das ist klar. Was zum Teufel? Von so einer Frau würde ich nicht träumen wollen. Irgendwie. Gut, da bin ich wieder. Fermar, we brought you some chocolate. Oh, thank you. It smells divine. What's wrong, Fermar? I think it's time. Oh my gosh, what? What do we do? Like, help and stuff! Call a doctor! Call a veterinarian! Call someone! I don't think there's time! This is bad. Everyone, stay calm. If you keep yelling, the baby won't come out.
Sophie's right, in her own way. Just keep your heads on straight and we'll all be fine. If it comes to it, I'll deliver the baby. What? Sharia, can you do that? Well, I saw several births while working in the relief organization. And besides, it's not like you're going to do it. I can help. Thanks, Sophie. Okay, hold on. Wait, we need like hot water and stuff, right? Right. Can you boil some? You got it! Right, and I'll go try to find a doctor. What can I do? Let me think. Sheets. Clean sheets. As many as you can find. So if you need me, I'll just be outside. No. You have to stay here with their ma. That's right, mister. You aren't going anywhere. Seiken! Hold on, Firma. I'm right here. It'll be all right. You'll be great, Sharia. I believe in you. Thanks, Sophie. Push, Verma. You're almost there. Come on out, baby. You can do it. It's a girl. This is just wonderful. Welcome to the world, little one. Verma, can I touch the baby? Of course. She's warm and soft. So this is a baby. It's okay, little one. This girl is your friend. Seigen, I want to name our new child Sophia. Sophia. It's a good name. Let's call her that. Sophia. It's a name born from my name. In a sense, you're the mother of our daughter's name. I'm a mother? Hello, Sophia. I'm Sophie. I'm the mother of your name. No, wie süß. Das war doch toll. Jetzt haben sie ein kleines Baby. Ich, ein Vater. Unglaublich. Ich bin ein Vater. Ja. Wie ein echter Vater fühle ich mich immer noch nicht, aber ich muss stark werden, damit ich meine Frau und mein Kind beschützen kann. Vielen Dank, Sophie. Dank dir konnte ich diesem Kind einen wunderbaren Namen geben. Es sind zwar finstere Zeiten, aber ich werde alles dafür tun, um diesem Kind eine strahlende Zukunft zu ermöglichen. Kann man mit dem Baby reden? Nee, scheinbar nicht. Okay. War das die ganze Quest oder kommt noch was? Das war's scheinbar. Für Mars Baby. Sehr schön. Das war echt süß irgendwie. Gut. Als nächstes können wir nach Barona wieder zurückgehen, weil da habe ich auch eine Sidequest vergessen. Und zwar haben wir uns ja einmal in Land eine Plauderei angehört zwischen Esbit, Sharia und Richard, glaube ich. Und da wurde irgendwie erwähnt, dass wir mal zum Schloss gehen sollen. Und das machen wir jetzt, weil da ist noch irgendwie auch ein Stern von der Sidequest. Deswegen gehen wir jetzt genau dorthin und schauen mal, was das für eine Quest werden wird. Aber das war echt eine süße Sidequest gerade. Ach ja. Babys sind was Schönes. Da ist scheinbar der Stern. Vor einem halben Jahr hat sich eine große Gruppe Ritter gegen König Richard gestellt. Heute jedoch werdet ihr niemanden finden, der auch nur ein schlechtes Wort über ihn sagt. Es ist wirklich bewegend, wie sehr sich König Richard bemüht, das Vertrauen seines Volkes wiederherzustellen. Er hat sich in Lebensgefahr begeben und nie eine Gegenleistung verlangt. Und endlich zahlt sich deine Selbstlosigkeit aus. Ja, definitiv. Ich habe soeben einen Verletzungsantrag gestellt. Ich möchte dem Monsterjäger-Trupp seiner Majestät beitreten. Okay, cool. Meine Mutter sagte, ich solle meine Pflicht tun. Als Schlosswächter trüge ich einen wichtigen Teil zur Sicherheit der Stadt bei. Aber ich will auf
direkterem Weg Leben retten. Gut, mal gucken, was jetzt hier passiert. Bitte sei synchronisiert. Ich will nicht vorlesen, ich bin zu faul dafür. I have to speak with Duke Dallin. So wait here, okay? Okay. Seriously, don't wander off or you might get lost. I'm fine. Richard's here. All right. Asbel worries about you a lot, doesn't he? He likes to keep me safe. But sometimes I want to be alone. I can see that. Hey, maybe you'd like to come visit my secret hideout. A hideout? Indeed. But I'm supposed to wait for Asbel. I'll leave a message with the guard so Asbel knows we've left for a while. Here we are. This brings me back. When I was young, I was always surrounded by people. Sometimes I wanted a place where I could just be alone. So you built a secret fort? Right. I was going through some tough times, and when things got to be too much, I'd come down here. What did you do? Sometimes I'd wrap myself in a blanket and eat apples until I wanted to pop. Sometimes I'd read silly adventure stories. It calmed me somehow, gave me the strength to make it through another day. So where's the fort? Someone must have cleared it out. Can I make a new one? Of course. All done. It's great, Sophie. Really great. But listen. You know Asbel will always be around as long as you're in Lont. But if he ever starts to drive you a little crazy, you can just come here. Can I wrap myself in a blanket and read flower books and eat crablets? Sure, if you want. And once you feel better, you can go back to Asbel. I know he can be a little much, but it's just because he cares for you. Don't forget that. But if this is my fort, what happens to yours? I'm an adult now, so I can't run away from things like I used to. This hideout is yours now. Okay, but you can come back too. You can come here. Then we can read books and eat snacks together. That sounds nice. Thanks, Sophie. There you are. What are you guys doing down here? It's a secret. A what? It's only healthy for everybody to have a few secrets. I guess. Come on, let's go. Hey, wait! What's going on? Don't worry about it.
Gutherziger Verschwörer. Alles klar. Oh Mann, das war irgendwie süß. Die beiden in ihrem geheimen Versteck da. Ich frage mich, wo das ist. Kann man da eventuell hin irgendwas finden oder so? Ist bestimmt irgendwo im Schloss, oder? Ich will jetzt auch nicht danach suchen, weil das würde den Part sprengen. Die Zeit. Aber ja, war cool. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum... Seebad. Denn hier gibt es auch noch eine Sidequest, ja. Im Zukunftskapitel. Ja, Zukunftskapitel. Deutlich reden, Herr Marvin. Herr Marvin vor allem. Ich hätte nicht so viel von einer süßen Stratermarmelade essen sollen, aber nach einem Löffel voll konnte ich einfach nicht mehr aufhören. So kann ich mich doch nicht im Badeanzug zeigen. Meine Arme Hüften. Es war wohl ein bisschen zu viel. Ich fasse es nicht, wie laut das hier ist. Hier wollte ich dem Monsterumflug entgehen, aber hier ist es auch nicht viel erholsamer, nicht wahr? Liebes, du hast absolut recht. Ich stimme deinen weisen, klugen Worten voll und ganz zu. Meine Güte, langsam reicht es mir, aber ich sollte aufgeben und nach Hause gehen. Warum denn jetzt doch voll entspannt? Die Musik ist schön. Ist doch cool hier. Ich habe meinen Badeanzug für diese Reise gekauft. Der ist der letzte Schrei, aber ich traue mich nicht, ihn anzuziehen. Verglichen mit den schrillen Sachen, die die anderen tragen, ist er so unauffällig und bescheiden. Okay. Ja, scheinbar geht auch zu bescheiden hier, keine Ahnung. Ich will rot! Sonnenschutz Ranger rot! Nicht blau, nicht gelb oder weiß oder orange oder Regenbogenfarben. Rot! Rot, rot, ich will rot! Der Junge treibt mich noch in den Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, warum er sich so sehr für den Mist interessiert. Keine Ahnung, sagst du noch irgendwas eigentlich? Ah, nee. Ich habe ja schon bei der Texte gelesen, das stimmt. Was machst du hier? Wo ist Mama hingegangen? Keine Ahnung. Mittlerweile ist ihr bestimmt aufgefallen, dass ich nicht da bin und sie ist einsam und traurig. Ich glaube eher, dass du einsam und traurig bist. Der Service hier ist eine Frechheit. Ich will mein Geld zurück. Ich habe mich beschwert, dass das Meerwasser zu salzig ist und sie sagten, sie könnten nichts dagegen tun. Das ist lächerlich. Ich weiß ja nicht, ob du weißt, was Meerwasser ist, aber das kommt aus dem Meer. Ein riesiger Ozean. Da kann man nicht einfach ein bisschen das Salz filtern oder so. Egal. Ich meine, ich weiß nicht, wie das hier ist, ob die hier einfach nur so einen kleinen Meeresbereich quasi haben, wo sie Wasser aus dem Meer haben. Wenn das so ist, könnten sie es schon filtern, aber wenn die hier einen richtigen Zugang zum Meer haben, dann ginge das eben nicht. Na, wie auch immer. So, willkommen im Seebad. Ja, sehr schön. Für Diebstahlverlust nehmen wir keine Haftung. Haben wir ja bei der einen Sidequest gemerkt, wo wir unsere Badeanzüge wieder suchen mussten. Oh Mann, oder? Mann, ey, das war echt eine tolle Quest. Okay, wir müssen ebenfalls hier wieder rein. Denn hier gibt es eine Quest. Da vorne sehen wir sie schon. Oh wow, das ist aber hübsch. Sieht aber eher so aus, als hätten sie halt bloß so einen kleinen Bereich, wo sie halt Wasser aus dem Meer haben. Aber, oder Moment, hier hinten wird das scheinbar neu reingepumpt, sag ich mal. Also schätze ich mal, machen die ja schon immer frisches Wasser rein aus dem Meer. Ja, dann ist es schwer, das zu filtern, schätze ich mal. Heutzutage laufen die Frauen den Männern nach, nicht umgekehrt. Sie werden mir bald die Bude einrennen. Ich habe da zwar schon ein halbes Jahr, aber Geduld ist eine Tugend. Sie werden schon noch kommen. Ja, bestimmt. Wenn du ganz fest dran glaubst und so. Dieser Delfin ist seltsam. Egal. Hier war damals irgendwie auch was wegen der Sidequest. Was? Wie bitte? Ich dachte, das ist ein All-You-Can-Drink-Hotel. Ist mein Badeanzug nicht mit Abstand der Beste? Lasst euch bloß nicht die Sinne rauben. Es ist unhöflich, andere Leute anzustarren. Okay. Mache ich nicht, keine Sorge. Kann ich mit der Frau da drin nicht reden? Doch. Willkommen im Seebad. Machen wir das Gleiche. Mehr aussehen, sowas von eklig. Sowas von wurmig und widerlich. Pfui. Gut, nochmal das Gleiche. Das war's dann, glaube ich, auch an den Leuten. Außer halt hier vorne der Turtle, der da rumliegt.
Wobei, die mal hier Sidequest ist. Ne, hier oben ist noch so ein Typ. Und hier ist noch einer. Die Verkäuferin in Strata sagt, dieser Badeanzug sei ein Unikat. Was für eine Lügnerin. Da hat sie dich wohl beschissen. Tja. Ich bin ein Liebling, sieh nur wie ich strahle. Nicht falsch, da bin ich Liebling. Was hab ich denn gerade gelesen? Egal. So, was machst du hier? Ich wollte ja eigentlich entspannen, aber alle Kerle hier sind da auf Aufrisse aus. Ich wünschte, sie würden einfach Ruhe geben. Mir gefällt die entspannte Atmosphäre hier. Egal was einem belastet, hier verfliegen einfach alle Sorgen. Ihr dümmer ein Typ ist ja so toll, er kommt plötzlich vor. Irgendwie schräg. Da hast du sowas von recht. Ein kleines Ego kann ganz schön gefährlich sein, was? Ja, und wie? Oh ja, super gefährlich. Das war jetzt ihre Antwort auf das, was die gesagt hat. Ich habe schon immer davon geträumt, einen Schatz auf dem Meeresgrund zu finden und reich und berühmt zu werden. Aber ein Seebad ist wohl nicht der beste Ort dafür, was? Nee, wahrscheinlich nicht. Weil das hier scheinbar kein echtes Meer ist. Gut, was machst du jetzt hier? Warum zitterst du so? Hast du Schmerzen? Oh, es kommt! Es kommt! Stimmt das nicht, Frau Turtles? Seid ihr krank? Nein, das ist es nicht. Ich stehe kurz vor der Entbindung. Oh! Was? Was? Was wollt ihr denn entbinden, ne? Ein Baby, Sophie. Sie bekommt ein Turtles-Baby. Wow, das ist ein Ding. Was meinst du damit? Das Turtles... Die Turtles-Ökologie war stets keimungsumwoben. Das könnte die Entdeckung des Jahrhunderts sein. Komm schon, Baby, du schaffst das. Jetzt kommt's. Was? Das war's. Das war fantastisch, Frau Turtles. Glückwunsch. Moment, hä? Lass mal sehen, hä? Warum tanzt sie so komisch rum? Was ist das? Ah, danke, ich bin froh, dass es vorbei ist. Ihr habt es geschafft. Jetzt seid ihr eine Turtles, Mama. Ja, ich bin jetzt Mutter, aber ich werde das Baby vorerst hier lassen. Ich hole es ab, sobald es sich bewegen kann. Würde es ja nicht angegriffen werden, wenn wir es alleine zurücklassen? Nein, dem passiert schon nichts. Deshalb habe ich ja auch auf einem friedlichen Strand entbunden, ja? Interessant. Wenn Leon ein Ort sicher ist, dann wohl der hier vermutlich. Jetzt müssen wir nur noch sicherstellen, dass niemand dem Baby was antut, richtig? Sophie, ich glaube, dieses Panzerding ist bloß ein... Ich hätte das Baby wäre sehr froh, wenn ihr ab und zu nach ihm sehen würdet. Alles klar. Also gut, ich muss los. Ich muss das Beste aus dem Rest meines Mutterschaftsurlaubs machen. Wow. Wie geht's dir, Turtles Baby? Geht's dir gut? Ja, das ist schön. Wir sollten dir wohl einen Namen geben, hm? Du hast schon einen. Oh, Turtles Knirps, hm? Aha. Ach man, ich dachte, wir würden alles über die Turtles Ökologie erfahren. Stattdessen ist alles nur noch rätselhafter. Was zum Teufel war das für eine Quest? Du spürst pulsierendes Leben. Ah, ja. Ja. Genau das. Genau das. Im nächsten Part von Tales of Crisis F geht es mit weiteren Sidequests weiter. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Was zum Teufel war das für eine Quest? Hinterfragen wir es einfach nicht. Wir machen im nächsten Part in der Harder-Höhe weiter. Denn da gibt es, glaube ich, jetzt auch neue Kämpfe, wo wir in Zukunftskapitel sind. Und die werden wir uns im nächsten Part mal angucken. Ich hoffe, ihr schaltet wieder dazu ein. Und es heißt Mad Tales of Crisis F. Das war's für heute erstmal, aber noch dieses Gespräch gibt's hier. I have always wanted to come to this place. So you can challenge Riot Peak and test your skill? Right. And also meet Ombre Noir, the Mask of Justice. Homeboy Niles? Ombre Noir. He makes his home at Riot Peak,
and protects the island. He invites warriors to fight so that he might instill in powerful men a desire for peace. Whenever innocents are in peril, he leaves the island and emerges as a powerful force for righteousness. Yeah, but wait, hold on. I thought only the Guardians live on Riot Peak. You are correct. Hombre Noir is a character based off the Riot Peak Guardian we met. Wait, you met the Guardian? Well, yeah. Wow, I've always wanted to meet him. I even got his autograph. When did that happen? Incredible! You must show it to me later. Why wait till later when I can show you now? It's right over there in my luggage. Oh, let's see. Those two sure are chummy. Man, I should have asked for an autograph too. Ja, der Wächter war ja der Charakter aus Tales of Dings. Genau, Tales of Dings. Egal, das war's vom heutigen Part. Ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein, wenn es heißt mehr Tales of Crisis F. Bis dann, ciao, euer V-Road. Tschüss.